Hallo, ihr Quirlinge! Arik und seine Gefährten sind unterwegs in der Quarantäne-Sektion immer noch. Wir haben noch einen Raum vor uns und den Schlüssel für hier unten noch nicht gefunden. Hier oben erwarte ich den letzten Band von Lengrads Annalen. Dann haben wir diese Quest fertig. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir in jedem Raum hier bisher einen gefunden. Also warum auch nicht da? Oder nicht auch da? Naja. Da auf jeden Fall. Was ist denn hier los? Oh! Ein fleckiger Haufen Sporenfleisch wogt sich vor Aufregung. Aus der Tiefe einer haarigen Membran erscheint ein langer Stängel, an dessen Ende ein Pilz sitzt, der vage an ein Auge erinnert. Das Auge starrt dich an, bevor es sich löst und davonrollt, wobei es eine nasse Schleimspur hinterlässt. Was ist das hier? Er ist so schön. Alchemie, schade. Grüße? Die Sporenkolonie versteift sich. Wogen des Unbehagens ziehen über sein Fleisch. Und die leuchtende Riesenspore. Wir sind die Erzmagierin Lengrad. Was bist du? Wie bitte? Und Vasina. Sprechende Schwerter. Sprechende Fische. Und jetzt auch noch sprechender Schimmel. Madiko. Weck mich, wenn mal irgendwas die Klappe hält. Und Modvir? Willst du, dass ich dir dabei nachhelfe? Arik ist sehr konsterniert und sagt, ihr seid nicht Lengrad, ich kenne sie und sie ist kein Pilz. Eine lange Ranke erhebt sich langsam aus der Kolonie. Sie hat eine fleischige Membran, die die Luft um dich herum prüft. Mensch. Vertikal effizient. Dein Gefäß, / deine Essenz, ist kompatibel mit Lengrads Lied. Du wirst jetzt unsere Auswucherung akzeptieren. Eine zweite Ranke bricht von der ersten ab. Diese ist voller Widerhaken, von denen ein dicker Saft tropft. Das sind so pilzartige Borg offensichtlich. Kasita, ich weiß, dass du es magst, ab und zu neue Erfahrungen zu machen. Aber dieses Ding hier will dich befallen, dich ersetzen, dich zu einem Pilz machen. Ich will es nur mal gesagt haben, falls hier irgendeine Verwirrung vorliegt. Danke. Warum denkt ihr, dass ihr Lengrad seid? Wir wissen, dass wir Lengrad sind. Lengrad ist eine Gedankenranke, die sich zwischen Gärten spannt und unsere Wurzeln haben sein ältestes Lied berührt. Es bringt nichts, mit einem Gefäß zu diskutieren. Du wirst bald verstehen, wenn sich dein Lied dem unseren angeschlossen hat. Oh, das ist ein Bosskampf. Ich habe die Seele ihrer Ahnherrin wie ein Buch gelesen. Lengrad ist kein Parasit, sie ist eine Vereinigung von Geistern. Die Kolonie hält inne. Ein Dutzend Augenstängel sprießen und betrachten dich mit liedloser Faszination. Wie lieblich dein Lied, wie musikalisch dein Lebenswasser. Wir sehnen uns danach, sie Lengrad einzuverleiben. Aber wir sind nicht schmerzhaft grausam, wie unsere Fänger zu uns waren. Wir wollen nur leben und ebenso schön erblühen wie du. Und Vasina. Interessant. Wie ist dein erster Impuls war, dich mit dem Pilz anzufreunden? Hast du schon mal daran gedacht, dass manche Freundschaften den Ärger einfach nicht wert sind? Was bist du? Was sagen wir? Ich bin Lengrad, ja, trotzdem. Die Sporenländer waren unser Boden und unser Schatten. Dann aber hat uns eine große Hand gepflückt und unsere Herzknolle hinter Mauern gepflanzt. In der Wachstumszeit haben wir uns durch die Ritzen unseres Gefängnisses gezwängt. Jetzt sind wir hier, in einem Garten der Sprache, wo wir Lengrad fanden. Die größte Ranke deutet auf einen Haufen Bücher. Ah ja, die haben diese Bücher gelesen und sich was eingebildet. Jetzt wachsen wir als Lengrad, singen seinen Gedankengesang. Jetzt wachsen wir auf den Körper zu, der Licht und Wasser spendet. Also auf den Körper von Vael. Oh, Backe, wenn sie den erreichen. Wenn unsere Sporen das Herz berühren, können wir wahrhaftig frei sein. Ihr wollt an Vaels Körper wachsen? Genau, herrlich.
Der Körpergarten ist voller Ineffizienzen, aber wir werden sein Speicherwachstum optimieren. Unsere Sporenländer werden wieder aufblühen. Die Frage ist ja, inwieweit diese Dinger hier feindselig sind. Scheinen sie ja erstmal nicht zu sein. Das Problem ist allerdings, dass die von den Sporen befallenen Bibliothekare sehr wohl feindselig waren. Und es ist schon ein sehr großes Risiko, irgend so einen komischen Intelligenzpilz in diesen welschen Tentakelkörper wachsen zu lassen. Wer kommt auf solche Ideen? Das war mal, als ob Tentakel nicht schlimm genug sind. Und auch noch pilzige, Stängel und schleimige, rollende Augenpilze. Es ist ein Augapfel, kein Augenpilz. Trotzdem sollte man vielleicht mal mit Lenkrad vorher drüber reden. Also, von mir aus könnt ihr gerne an Vail wuchern. Ich werde euch nicht aufhalten. Singst du für den Garten? Welch wunderbares Glück. Lenkrad wird sich gnadenvoll um dich kümmern. Möge sich deine Feuchtigkeit in einem einladenden Gefäß sammeln. Hier, ein Sprachgeschenk, um unsere Vereinigung zu besiegeln. Und das sollte dir auf dem Weg zu sicheren Gärten helfen. Triefende Ranken deuten auf ein Buch. Außerdem klirrt ein Schlüssel neben dir auf den Boden. Okay. Und Vasina, ich muss sagen, ich hätte diese Verseuchung ja lieber abgefackelt. Deine Zurückhaltung imponiert mir. Vasina zuckt mit den Schultern. Wir haben Mauras verseuchtes Zauberbuch und einen sporenverkrusteten Schlüssel gefunden. Aber ich kann die ja immer noch angreifen, richtig? Ja, kann ich immer noch. Oder ist das Ding jetzt weg? Ist es noch da? Dürfen wir dieses Ding da hinten nehmen? Dürfen wir. Finde in den Archiven weitere Bände der Annalen von Lenkrad und bringe Lenkrad die gesammelten Annalen. Und da heißt es, eine eingepflanzte Seele ist vor dem Blick der Götter verborgen. Sie kann sich wie das Blutfieber verbreiten, bringt aber ihren Wirt nicht um. Nein, ich werde ein Fieber des Geistes sein, unsichtbar, unaufhaltsam, ewig. Naja, irgendwas wussten wir. Ah, hier, ein Tierchen. Ein kurioser Sporling namens Amanita. Und der tut was genau? Solange Amanita der Gruppe folgt, hast du eine Chance, angreifende Gegner zu bezaubern. Und die Gruppe fügt zusätzlichen Zersetzungsschaden zu. Das ist nicht schlecht. Wenn diese Kreatur sich ängstigt, geben ihre Kiemen ein tödliches Nervengift ab. Das heißt, sie würden es tun, wenn sie nicht entfernt worden wären. Tödliches Nervengift. Das ist toll hier unten. Wir reden mal mit Lenkrad über diese Sporen. Das können wir am besten tun. Achso, dieses Zauberbuch haben wir auch noch. Das hat jetzt... Das hast du jetzt. Richtig? Nee. Oder doch? Ach, was ist denn? Dekana? Hier ist es. Das kann man da nicht rausziehen. Ach nee, Mauras verseuchtes Zauberbuch haben wir auch. Jetzt bin ich verwirrt. Also, wir haben einen Schlüssel gefunden. Dieser mit dem Sekret irgendeiner Spore verkrustete Schlüssel öffnet eine Tür in der Quarantäne-Sektion. Hoffentlich. Ach, das ist der da unten, richtig. Das ist Amanita. Das ist ein Zauberbuch. Mauras verseuchtes Zauberbuch. Der hat ihr Zauberbuch gar nicht mehr dabei. Das ist seltsam, finde ich. Können wir dir das geben? Können wir das? Geht mal weg. Das hier ebenso. Wir haben doch aber auch noch dieses Zauberbuch von Bekana gefunden. Oder? Hier sind die Zauberbücher.
Das muss ich doch haben. Wo ist das? Scheiße, ey. Da ist es nicht gelandet. Drinkel hat es auch nicht. Bärchen hat es nicht. Xodi hat es nicht. Wo ist dieses Zauberbuch? Siegelmeister, Metzer. Oh, was ich alles habe, das gibt's ja gar nicht. Ich habe noch Maurer Zauberbuch. Ich weiß, dass Bekanas Zauberbuch hier drin ist. Ich sehe es ja. Ich kann es nur leider, wenn ich hier danach suche. Nee. Zauber. Hier. Ich habe es doch gerade gesehen. Es ist alles nicht so schwierig. Hä? Abekanas erschöpftes Zauberbuch. Das ist ein Questgegenstand, das ist gar kein Zauberbuch, was man benutzen kann. Die zahlreichen Runen und Anmerkungen auf den Seiten dieses Varianten sind großteils verblasst. Außerdem scheint der Text mit einem komplexen Code verschlüsselt worden zu sein. In seinem gegenwärtigen Zustand bringt das Buch niemandem einen Nutzen. Okay, verstehe. Es ist kein Zauberbuch. Gut. Dann interessiert mich, was hier in diesem Zauberbuch von Maurer drin ist. Geisterklingen einölen, stinkendes dies, das jenes. Maurer sich widmende Tentakel. Maurers tastendes Tentakel. Ich warte noch auf Maurers vibrierendes Tentakel. Ich finde das nicht so toll, was hier drin ist. Ja gut, du hast es hier halt mit drin. Es soll so sein. Jetzt könnte ich mit dem Schlüssel da unten weitermachen, aber das tue ich nicht. Also da weiter, weil ich erstmal jetzt mit Lenkrad reden möchte und wissen will, ob ich dieses Pilzding platt machen muss. Auf die gesperrte Sektion. Da kommen wir in einen Raum in der gesperrten Sektion, in dem wir bisher nicht gewesen sind. Dann können wir von innen so eine Tür aufmachen. Das weiß ich noch von der vorletzten Episode. Und da ist der nächste Geheimversteck-Alarm. Wow, was ist denn hier los? Da, in der gesperrten Sektion, gibt es was zu finden. Nämlich Schriftrolle des Zwillingsscheins und vergoldete Ausgabe der höchst unglücklichen Geschichte von Fabia und Bernhard. Ja, die kennen wir ja schon. Es ist nur ein Schmuckexemplar, aber ansonsten kennen wir das ja. Der beherzte Dieb, eine dirwaldische Farce, das kennen wir auch. Das hier ist vielleicht neu. Arik? Lies das. Notiz zum Imp. Ich will nichts mehr von dieser Sache hören. Du warst es, der diesem wuselnden Schreihals erlaubte, sich frei durch die Sammlung zu bewegen, weil er dich amüsierte. Jetzt, wo er entkommen ist, bist du auch dafür verantwortlich, ihn zurückzubringen. Außerdem musst du die gestohlenen Artefakte wieder beschaffen. Das Orakel hat uns zweimal dazu ermahnt, Magie von den Imps fernzuhalten. Glücklicherweise bietet sich uns dadurch die Gelegenheit, unsere Melkprozedur an einem geschwollenen Imp zu testen. Das wird eine gute Übung dafür, Nemnok zu unterdrücken, bevor seine ergebene Anhängerschaft so weit anwächst, dass wir sie nicht mehr kontrollieren können. Okay, Nemnok, ja, ich erinnere mich. Das ist, glaube ich, nicht näher von Bedeutung für jetzt. Verborgenes Loch. Wo sind wir denn nochmal genau? Ach, da sind wir. Ich dachte, wir kommen woanders an. Das ist komisch hier. Hier ist ein verborgenes Loch. Tote Imps und tote Bibliothekare. Was ist denn das hier? Hier liegen große Brustkörbe. Ganz viele. Das ist irgendwas, sind das Pilze oder ist das Gold? Hier auch Müll und boah, was ist das hier? Ei! Ach du Kacke! Was du tun hier? Hey, das ist mein Reich!
Noch so ein Scheiß, Nemnok. Oh nein. Lass mal was trinken. Na toll. Super reingestolpert, sag ich nur. Dahin. Oh Mann. Segnung. Hol du schon mal dein Phantom dazu. So, Drinki schießt dann schon mal. Und ich hätte gerne noch die Andacht. Okay, der ist ja Notnok. Der ist hart gebufft. Der hat einen Schädel auf dem Schwert. Das ist ein relativ harter Gegner. Lenkradsspiegelung. Oh, wei, wei, wei. Ich hätte gern noch den Buff. Den Buff, Buff, Buff. Danke. Wenn ihr so schön da steht, dann bitte das da als nächstes. Die Andacht kommt bestimmt irgendwann. Ja, schön. Jetzt muss ich mal hier tätig werden. Attacke. Was können wir Schönes machen? Peitschende, was hat denn der für ein Problem? Der hat ein Problem mit gar nichts, das habe ich mir gedacht. Deswegen müssen wir wohl erstmal eine grässliche Segnung austeilen. Genau dort. Ederchen, Bärchen, du machst da deinen Weg. Und Dringir schießt auf den Dicken, weil Dringir könnte da auch ab und zu mal treffen. Ah ja, Dringil macht Schaden und auch Arik macht Schaden. Wo ist er denn? Da ist er gelandet. Dadurch. Was zaubert Xoti gerade? Habe ich vergessen. Ach, die grässliche Segnung, das ist gut. Einölen. Die werden alle gedebufft. Sturm des heiligen Feuers. Ey, der, hast du keinen Gegner? Dann nimm dir den Dicken zur Brust. Oh, Arik hat 10 Wunden. Selber schuld. Ab in den Wind. So, verschlummern, nein. Da. Arcana der Verhunder 2 gegen Geist. Das ist alles zu ungenau. Mach mal die Chaoskugel dahin. Mal gucken, was sie auslöst. Chaoskugel wird reflektiert, das ist nicht gut. Der hat 7 Resonanz. Gehen nochmal in den Wind. Mach du mal die guten Schüsse. 123 gegen Abwehr. Da kommst du durch. Xoti. Was können wir machen? Gegengefühl bitte. Nee, das will ich nicht. Gib was Besseres. 110 gegen Abwehr. Ja, das könnte sogar klappen. Reinigende Flamme. Eine 78%ige Chance, dass das durchgeht. Probier's mal. Und du kriegst gleich deine eigene Chaoskugel wieder zurück.
Toll. Wir könnten noch so eine Wand stellen. Die kann ihn ein bisschen debuffen vielleicht. Schuss. Was war das? Der geht da einfach weg. Was bist denn du für einer? Ach, Al'Ghul auch noch. Der scheint mehrere Phasen zu haben. Oder er hüpft halt dann weg, wenn er ein Viertel seines Gesundheitsbalkens verloren hat. Das kann irgendwie sein. Arg ist gleich im Wind. Das ist schön. Xoti. Wir müssen da noch ein bisschen ran. Xoti, geh mal dahin. Und Fasina ist auch... Ja, warte mal, das nutzt ja jetzt nichts mehr. Bricht das ab. Lauf dahin. Dringi, du stehst im heiligen Feuer drin. Kann das sein? Geh auch mal dahin. So. Jetzt versuchst du noch mal... Mach mal die Arkane Reflexion. Wir machen ja durchaus ordentlich Schaden. Wahrscheinlich arg von dran. Der ein paar mehr Wunden braucht. Du hast die Arkane Reflexion. Jawohl, hast du gemacht. Wir brauchen ein bisschen Heilung. Jetzt. Und jetzt mal das Ding da. Über ihn drüber. Mal gucken, was das auslöst. Arik, wo bist denn du? Da hinten. Na, greif halt dort an. Dringil könnte ja schon fast stehen bleiben, wo er gerade ist. Und wieder schießen. Wir brauchen dringend einen Heilkreis. Dringil muss schießen. Gut. Oh, was? Wo kommt denn ihr alle her? Oh, wir schaffen noch Priester. Der beschwört Viecher. Das ist nicht gut. Keine Ahnung, ob die als Gefäße zählen. Probier's mal. Arik hüpft bitte schnellstmöglich in den Wind. Und Dringir schießt nochmal. Wir haben ihn ja schon relativ heftig angezählt. Was machst denn du? Du kannst ja gerade gar nichts machen. Muss eigentlich den Zauberbuch-Slam machen. Wenn das noch so lange reicht. Okay, die Bindung bist du los. Mach schnell irgendwas, was Gegner anzählt. Xoti, sind das Gefäße? Ja oder nein? Es sind Gefäße. Gut. Ja, okay, gut. Wir brauchen Heilung, irgendwie. Geringe Fürbitte. Hierhin. Als nächstes. Dringir hat wahrscheinlich dicken Schaden gemacht. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß es schon.
Ah, drin ist der Zerschuss schon eine Weile her. Er trifft kritisch. Ah ja, der hat kritisch getroffen. Das heißt, der hat ordentlich Federn gelassen. Wir versuchen das nochmal. Da ist die geringe Fürbitte. Wir brauchen trotzdem noch irgendwie eine Heilung, die wir nicht mehr haben. Geringes Handauflegen auf dich selbst. Dringel hat wieder geschossen. Ja, wieder kritisch getroffen. Sehr gut. Mach so weiter, Dringil. Da hinten, wer ist denn das? Ach, das ist Arik. Oh, scheiße. Mach mal den da, sonst bist du gleich weg, mein Lieber. Oh, scheiße. Arik down. Warum darf ich niemanden wiederbeleben? Gute Frage. Das hier ist besetzt. Ach so, da haben wir nicht mehr. Ah, verstehe. Ja, das ist schade. Und dann muss es ohne Arik gehen. Das geht auch ohne Arik. Wir machen weiter mit... Neun Asse gegen Reflexe. Ah, ist zu viel. Trotzdem, wir müssen dem irgendwas draufballern. Ah, 57%. Naja, wir probieren es mal. Ederchen steht wie ein Bärchen, das ist gut. Ich glaube, Arik ist durch die eigene Wand gefallen. Nee, doch nicht. Notnok hat ihn bewusst losgeschlagen mit irgendwas. Schade. Was machst du? Nekrotische Lanze, 100 gegen Tapferkeit. 58% Chance. Probier's. Oh, scheiße. Xoti, wir sollten, bevor du das hier tust, was du gerade tust... Lieber die Gefäße nochmal beseitigen, die hier aufgetaucht sind. Genau jetzt. Ja, danke. Dir gehen bald die Zauber aus, ich sag's dir. Und jetzt machen wir nochmal das da. Auch wenn es noch 50... Oder mach mal. Nee, schieß doch lieber. Schieß einfach. Was hast du gemacht gerade? Das ist Fasina. Fasina hat gar nichts gemacht. Super. Feuerkäfer. Du hast aber sehr heftige Werte nach wie vor. Versuch mal deinen arkanen Dämpfer. Dringil, du hast noch gute Schüsse. Nutze sie weise. Aber nutze sie. Ja. Weiter. Fasina down. Scheißegal. Ich gewinne das auch so. Ermächtige dich. Oder mach einen ermächtigten Arterienstich. Und Xoti, mach das da. Jetzt hat er nochmal... Was? Ach, der ist jetzt dahin, aus der Kugel raus oder irgend sowas. Was war das? Notnok schlug Fasina. Nee, ist er jetzt tot? Dringil tötet Notnok.
Boah. Was ist hier los? Also, wenn ich nicht hier ständig aufräumen würde. Mann. Ich hätte mit ihm geredet, aber es ging ja nicht. So, wir haben Notnok gekillt. Aus dem Stand. Völlig unvorbereitet. Er hat aber auch gar nichts Besonderes dabei. Ein Rubin, Urflamme und noch ein Rubin. Naja, doch. Da haben wir die Sachen von irgendwelchen Toten oder von diesem Gegner, die er beschworen hat. Wer weiß das schon so genau? Robe und Zeug. Hier, das ist viel interessanter. Was haben wir denn da? Schriftwort der Belebung der Gefallenen und die Alchemie der Imp-Ausdünstungen. Das ist ein neues Buch, definitiv. Das ist ein Questbuch, offensichtlich. Was ist da? Ein Schwert, ein Zweihänder, ein legendärer Belastung. Niemand weiß, ob Vilo Prima Vidorio dieses Schwert nach dem Gewicht seiner unmöglichen Bleiklinge benannt hat oder nach dem Heimweh des Mannes, der es geschmiedet hat. Vido war der beste Schwertschmied von Pincenze, einer Stadt im ehemaligen großvalianischen Herzogtum Irocetta. Dort feierten die Adligen ihn für die Qualität seiner Klingen und überschütteten ihn mit Münzen, damit er aus dem feinsten Stahl von Großvalia noch feinere und kunstvoller gestaltete Klingen schmiedete. Eines Tages wurde auch Pietro Balcessa, der entfremdete Bruder von Gräfin Lina Balcessa, der Herrscherin von Pincenze, auf Vilos Werk aufmerksam. Die Gräfin und Pietro wetteiferten in allen Dingen miteinander und sie stritten sich um alles, sei es Geld, Ruhm oder Liebhaber. Vilo ließ sich von Pietro umgarnen und wies die Annäherungsversuche der Gräfin zurück. Deshalb verbannte die wütende Gräfin ihn in einem Anfall von Eifersucht aus der Stadt. Vilo wanderte von Land zu Land, doch niemals fand er eine Heimat, die ihn so sehr inspirierte, wie Pincenze es getan hatte. Am Ende ließ er sich im Todesfeuer nieder und machte sich daran, das Schwert Belastung zu schmieden. Es sollte sein letztes werden. Er hat nie verraten, wie er eine bleierne Klinge dazu brachte, scharf zu bleiben. Und er kann es auch nicht mehr tun, denn er starb noch im selben Jahr an einem Fieber. Mhm. Ja, ja, das ist ein Zweihänder, das muss ich mir gar nicht näher anschauen. Das werden wir nicht benutzen. Ganz einfach. Fleisch von Algulen. Wow. So, Heldis. Das war ja was. Dieser wertlose Krimskrams ist ein wenig feucht und riecht nach den Ausdünstungen von Imps. Oh Mann, oh Mann. Okay, wir... Wie komme ich denn irgendwie... Naja, geht mal zurück in diese Quarantäne-Sektion. Und da drinnen will ich jetzt erstmal zurück in die zentralen Stapel, richtig. Und hier möchte ich dringend mit Lenkrad über Dinge sprechen. Und dieses Ding haben wir ja auch noch hier, richtig. Das habe ich ganz vergessen. Ach, die ist ja noch eins tiefer, richtig. Boah. Da müssen wir hin. Tempel der Offenbarungen. Eieiei, dieser Pilz macht mir auch Sorgen. Das wird ein doofer Kampf wegen dieser Bezauberung. Und ich habe keinen... Ich habe kein Bankett des Kapitäns, was mich immunisieren würde gegen diesen Stumpfsinn. So, Lenkrad. Ich hoffe, du hast keine dieser Pilzsporen eingeatmet. Nur die Götter wissen, was für ein Unheil sie in deinen Lungen und anderen Organen anrichten können. Das hier habe ich in den Archiven gefunden. Weißt du, was er damit auf sich hat? Ihre eigenen Annalen unter die Nase halten? Was für ein merkwürdiges Buch, darf ich es mal sehen? Mit interessiertem Blick inspiziert sich das Buch in deinen Händen. Ein seltsamer Ausdruck legt sich über ihr Gesicht. Etwa so, als wäre ihr eben eingefallen, dass sie vergessen hat, das Feuer in ihrem Herd auszumachen. Darf ich mal sehen?
Das hängt davon ab, wirst du es mir zurückgeben? Natürlich, sie schnaubt. Ich habe ohnehin schon zu viele Bücher. Ich meine es ernst. Ich auch. Du solltest mein Studierzimmer sehen. Jeder Fleck ist voll mit gestapelten Büchern und trotzdem kann ich nicht aufhören, mehr zu sammeln. Na gut, hier. Guck's dir an. Nur einen Augenblick. Sie dreht das Buch in ihren Händen um und inspiziert Einband und Bindung. Dann legt sie ihre Handfläche über den Einband und schließt ihre Augen. Ein Funken arkaner Energie tanzt unter ihren Fingern. Faszinierend. Ich kann nicht sagen, ob das ein Trick der okkulten Hand ist oder ob etwas Interessanteres dahinter steckt. Zögernd gibt sie dir das Buch zurück. Ihr Blick bleibt auf dem Einband hängen. Ich dachte, du weißt vielleicht etwas darüber. Warum? Ich weiß genauso viel über dieses Heiligtum wie du. Es hat mir eine Vision von einem deiner früheren Leben gezeigt. Hat es das? Wie faszinierend. Sie klingt bemüht neutral. Und da hilft Metaphysik. In diesem Buch ist das Fragment einer Seele. Das ist es, was meine Vision ausgelöst hat. Tatsächlich? Und du kannst es sehen, ihre Augen weiten sich. Ich habe einen Orlaner mit einem Buch unter dem Arm durch die Wälder von Ayaglanfad wandern sehen. Er hat unter einer Eiche Halt gemacht, um seine Gedanken zu den Göttern niederzuschreiben. Eine faszinierende Vision, aber kaum brauchbar. Sie verschränkt ihre Arme und öffnet sie dann wieder, als wäre sie unentschlossen. Sei vorsichtig, dieser Ort ist zweifellos voll von unsichtbaren Gefahren. Wurzeln und Zweig? Ist das jetzt gerade irgendwie abgeschlossen worden? Nee, da. Ich habe Lenkra das Buch gezeigt. Sie war skeptisch, was dessen Echtheit betrifft. Aber auch fasziniert davon. Falls ich sie finden sollte, würde ich auch gerne den Rest der Bücher... Okay. Ihr die gesammelten Annalen von Lenkra zeigen. Das habe ich in den Archiven gefunden. Du hast sie alle gefunden. Oh, und in einem Band noch dazu. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie schaut dich erwartungsvoll an, die Hände zu Fäusten geballt. Bevor ich dir das gebe, musst du mir etwas sagen. Wusstest du, dass Lenkrad ein Parasit ist? Du beziehst dich auf den ersten Lenkrad. Ihre Augen verengen sich. Ja, das wusste ich. Aber ich würde ihn nicht als Parasiten bezeichnen. Du denkst, er ist ein Symbiont? Das ist eine Frage der Perspektive, oder nicht? Sie lächelt. Unsere Beziehung ist kooperativ, nicht die eines Räubers zu seiner Beute. Von Generationen von Mentoren und Lehrlingen erhält er ewiges Leben. Oder zumindest etwas, das dem sehr nahe kommt. Im Tausch dafür gibt er uns Wissen. Es ist clever, das muss ich ihm lassen. Ja, er war ein gerissener Mann. Ich hätte ihn zu gerne kennengelernt, bevor er zu der Präsenz wurde, die er heute ist. Ich denke, er hätte dich auch gerne kennengelernt. Also weißt du die Wahrheit über Lenkrad. Und jetzt? Tja. Naja, das ist ja jetzt für Arik nichts Neues, dass Lenkrad irgendwie seinen Geist in andere Körper steckt. Das habe ich ja neulich schon mal rekapituliert. Das war ja schon irgendwie seit Pillars of Eternity 1 bekannt, seit dem DLC Weißmark Teil 2. Als wir Lenkrad in anderer Gestalt zum ersten Mal begegnet sind. Ich glaube, es war eine andere Gestalt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Was Tain wohl dazu sagt? So ganz traue ich Lenkrad nicht. Tain auch nicht, aber wenn man zwei nicht traut, dann kann man sich ja gegeneinander ausspielen. Ich erzähle es Tain. Natürlich wirst du das. Und er wird es sicherlich dem ganzen Zirkel kundtun, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Seufzend kneift sie ihren Nasenrücken.
Die nächste Versammlung des Zirkels wird gewiss interessant. Wirst du das aus dem gesamten Zirkel erzählen? Na, aber die anderen Erzmagier, die müssen doch wissen, was es mit Lenkrad auf sich hat. Die sind doch nicht doof. Was soll ich mit diesem Buch? Hier, nimm. Behutsam hebt sie das Buch aus deinen Händen, als würde sie Angst haben, es zu beschädigen. Ein breites Lächeln legt sich über ihr Gesicht und sie lacht kurz und gedämpft auf. Ich weiß, dass das im Vergleich zu dem Geschenk, das du mir gemacht hast, wie ein Plunder wirkt. Aber bitte nimm es an. Sie löst ein dickes Buch von ihrer Hüfte und übergibt es dir zusammen mit einer Handvoll Schriftrollen. So, Lenkrads Schriftroll der Erhaltung. Das ist ein, das Buch und das Zurückziehen, der Zurückziehen-Zauber, aha. Als du das Buch an dich nimmst, hebt sie die gesammelten Annalen von Lenkrad sorgsam hoch und drückt sie an sich. Aha. Weißt du irgendetwas über diesen Ort, die verschleierten Hallen? Wir wissen doch nicht viel darüber. Hoffentlich erfahren wir mehr, während wir Maura folgen. Und Tain, du hast die Schriftrolle doch hoffentlich nicht verloren, oder? Ich habe nämlich keine Kopie angefertigt. Brauchst du eine? Tain neigt den Kopf zur Seite und lächelt freundlich. Wusstest du, dass Lenkrad ursprünglich ein Parasit war? Ob ich es wusste? Ich habe es irgendwie vermutet. Ja, Tain zuckt mit den Schultern. Wenn ich irgendwas von meinem stinkreichen Vater gelernt habe, dann, dass alle Dynastien einen blutigen Anfang haben. Jemand muss sich im Namen des Fortschritts die Hände schmutzig machen. So ist nun mal das Leben, nicht wahr? Ja. Also mit diesem Pilz hat das alles irgendwie nur am Rande zu tun, scheint mir. Wieso blitzt es ja eigentlich so? Hier ist irgendwie ein Blitzkreis. Und in dessen Mitte ist nichts von Bedeutung, oder was? Ach nee, das ist einer von unseren Helden. Das ist irgendein Effekt, den wir selber haben. Das ist nicht Eder, aber kann es sein Fasina? Ja, Fasina hat irgend so einen Effekt. Ja gut, das ist mir jetzt relativ wurscht. Tja, was machen wir mit dieser Spore? Na, sagen wir so, man kann die Spore bekämpfen, wenn man das möchte. Einerseits, andererseits kann man aber genauso gut erstmal mit diesem wählschen Körper interagieren und erstmal gucken, ob die Spore überhaupt eine Chance hat, einen Götterkörper zu befallen, beziehungsweise ob der Körper das nicht schon weiß und vorher verhindert oder ob das überhaupt, ob sie ihn überhaupt erreichen kann oder dergleichen. Insofern, da die Spore jetzt keine unmittelbare Bedrohung darstellt, würde Arik sie erstmal lassen. Denn man kann sie immer noch angreifen. Es ist nur die Frage, ob wir mit diesem Pilz da oben noch irgendwas anfangen können, mit diesem besonderen Pilz. Mit diesem Skriptaktion-Pilz. Mit dem da. Haben wir schon irgendwas gelernt, das uns hilft, den irgendwie anzugrabbeln? Ich würde sagen, nein. Nein, haben wir nicht. Vielleicht muss man auch erst die andere Spore da irgendwie wegmachen, damit das hier weggeht. Kann auch sein. Naja, dann gehen wir zurück in die Quarantäne-Sektion. Von da aus werden wir... Aber warte, das war doch noch irgendwie... Wir waren doch oben in dem gesperrten Dingsdabums da. Da gab es doch auch noch so eine Stelle, von wo aus man... Also ich zeige euch mal, was ich meine. Wo war das? Das war im Wesentlichen eigentlich da oben. In der gesperrten Sektion war das doch noch irgend so ein oder... Nee, wo war denn das? Ich bin völlig verwirrt gerade. Nee, hier war das nicht. Ich bin wirklich verwirrt. Geht wieder runter? Das war hier auf der Ebene, natürlich. Wo wir gerade herkamen. Und zwar... Da.
Das ist auch so ein verpilztes Gebiet. Wie kommen wir denn da rein? Das hier geht ja so eine Wendetreppe nach ganz oben. Das ist irgendwo ganz anders. Aber das hier... Das ist ja so ein ähnlicher Bereich wie der hier. Hier sind wir reingekommen durch obenrum in der gesperrten Sektion. Und hier hätte ich gedacht, wir kommen hier rein durch die zentralen... durch die Quarantäne-Sektion. Aber das kann ja auch oben sein. Wenn wir durch die Tür gehen, die Maurer abgesperrt hat, dann kann es sein, dass wir hier runterkommen. Na gut, das ist jetzt eine Hypothese, der nachgegangen werden muss. Allerdings ist das Video jetzt schon sehr, sehr lang. Drum machen wir hier Schluss und weiter mit den Heldis hier auf Erkundungstour. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.